Teile sind da hinten auch. Bist du für einer? Sieh das waren doch mehr als. Drin. Aha. Schon eben noch auf der Suche nach den Frustflaschen. Feuerwerk! Wir warten so lang. Okay, muss ich wieder mit dir reden. Annabelle, Kathy. Ich helfe gerne. Hier, Ada. Ein leicht verbeulter, aber voll einsatzfähiger Radarpeilsender. Hervorragend. Mit etwas Glück hilft er uns, das Signal des Meckernes zu orten. Wie genau bringt dieser Peilsender uns beim Orten des Signals des Mechanist weiter? Jeder Peilsender eines Robohirns hat eine eigene Verschlüsselung, damit man das Signal nicht zur Quelle zurückverfolgen kann. Wenn wir jedoch zwei weitere Peilsender hätten, sollte ich genug Daten haben, um den Code zu knacken. Sollte meine Theorie also stimmen, hilft uns dieser Peilsender, das Signal des Mechanist zu orten. Na gut, jetzt hast du ja schon einen. Jetzt willst du immer noch zwei. Keine Angst. Das wird schon klappen. Das hoffe ich doch sehr. Ich starte meine Entschlüsselungssubroutine, aber das könnte eine Weile dauern. In der Zwischenzeit habe ich... Na, dann also, sag wo. Ja, das wäre wohl hilfreich, nicht wahr? Falls meine Berechnung stimmt, kommt das Signal von... Oh, das ist nicht gut. Position ja, von wo bestätigt. Wohl? Das Robo-Herr da oben. Befindet sich bei der Satellitenstation Fort Hagen und damit in den Händen der Rust Devils. Geil! Endlich! Hey... Ich bin nicht so weit gekommen, nur um jetzt klein beizugeben. Das verstehe ich. Aber Sie sollten dennoch vorsichtig sein. Meine alte Karawane ist Ihnen begegnet, während wir den Fluss in die Stadt überquert haben. Die Rust Devils sind ein Haufen ruchloser Raider, die Roboter für ihre üblen Zwecke missbrauchen. Sie durchkämmen das Commonwealth nach uns Robotern. Was Sie nicht fangen und umprogrammieren können, zerlegen Sie in Einzelteile. Mir ist klar, dass Sie für mich eine größere Gefahr sind als für Sie. Ich wollte Sie nur informieren. Nun, da das geklärt ist, ungeachtet dessen, was vor uns liegt, kann ich unterwegs problemlos weiter das Signal entschlüsseln. Sollen wir also aufbrechen? Ja, klar. Dann mach mal. Attacke! Da ist ja...
kurzer Speicher. Kann nicht schaden. Also, jetzt bin ich drei oder viermal von der Seite gekommen und von der anderen Seite gekommen. Ich mache einmal Premiere. Und jetzt kommen wir von vorne. Drecksack. No chance in hell. Das nächste Mal rufe ich an, könnt ihr Verstärkung holen. Öffne die Tür. So weit, so gut. Im Survivor Mode war das echt. Bisschen härter. Ada? Ah. Hey! Wie kann ich dienen? Wir gehen da runter. Wenn du noch Lust hast, dann gehe ich allein. So, jetzt gibt's ein paar Gegner. Paar Fallen.
gehen wir mal bis zur unteren Tür. Sind. Kommen wir mal hier raus. Halt, ey da. Da jemand? Wir können in Schwierigkeiten sein. Achtung! Ah, hey. Scharfschützengewehr. Lassen Sie nichts Nützliches zurück. Man müsste das mal mit allen Waffen ausprobieren. Ich habe leider nur meine Spaß. Ja, hey, ist ja gut. Ich komme. Da ist nichts mehr. Halle rein und müssen uns von hier nach da drüben.